Zack. Das ist unser Schädelspalter. Zack, aber immer bei solchen Schlachten scheinen endlich zum Dämon zu werden hier. Zack, einen Fäustling zu hauen. War. Leute, ihr sollt das da angreifen. So. Zack. Jawohl. Platt gemacht. Ach, die haben uns auch getroffen. Aber wir haben sie mitgenommen, Gott sei Dank noch. Diese Flügel sind ein Segen. Und doch so geheimnisvoll. Finde ich auch. So, paar Moschpitter und paar Fernkampfeinheiten noch. Kommen die jetzt? So, da kommen die Moschpitter raus. Zack, Moschpitter. Gleich schicken wir unsere ganzen Truppen nochmal los. Ihr könnt übrigens eigentlich schon mal alle davor marschieren. Ich will ihre Köpfe! So, da kommen die nächsten raus. Zack. Aber wir können schon wieder Moschpitter machen. Wir nehmen mal solche mit. Zack. Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Vor mit euch. Los, geht ins Licht. Geht ins Licht, alle Mann. So, hier kommen gleich noch die Fetten raus. Die wollen uns über den Schnellstand einreißen. Nix da. So Leute, da, dahinter mit euch, dahinter. Zerfetzt sie! Zerfetzt sie alle. Vernichtet sie! Dahinter mit euch. So. Zack. 40 von 40. So, da kommen die auch dann gleich hier raus. Wow, was geht denn da ab? Arschtritte für alle! Macht euch auf den Weg zum Leuchtfeuer! So, alle mit euch dahinter. Hier geht nämlich ziemlich was ab. Hier geht die Luzi ab. Und das ist unser Leuchtfeuer hier, oder was? Sind sie alles böse? Ne, das ist jetzt unsere, ne? So, machen wir nochmal einen Fan. Da ist sie für uns hin. Applaus für die Fans! Metal, so Leute. Jetzt mit euch alle dahin. So, das ist unser Merchandise-Stand. Los, geht ins Licht! Alle ins Licht! Haut drauf! So Leute, hier draufhauen, hier draufhauen. Okay. Auf sie, verdammt! Wieso gehen jetzt da drauf? Ist das schon unser Stand? Nee. Ach, den können wahrscheinlich nur die hier haben, oder? Ist das sowas wie ein fester Merchandise-Stand? Wow! So, Gesichtsschmelze! Zack! Jawoll! Alle schön aufschmelzen lassen hier! So. Zack, mal kurz die Mücke machen. Und kurz aufheilen. So. Der hier oben. Das ist unserer. Nee, das ist nicht unser. Oder? Nee. Sieht nicht aus wie unserer. Die sind dabei hier. Was ist das für ein komisches Viech? Nur weil ich nicht in deine dämliche Armee wollte. So. Pass ruhig an. Bam. Der ist auch hin.
Da ist noch dieser komische Stand da. Zack. Bam. So. Hey, lass Daddy in Ruhe. Jawoll. Stirbt. So, Leute, jetzt alle da drauf. Legt sie um. Legt sie um. Komm schon. Das Torblatt machen. Ja, endlich. Jetzt geht's auf hier. Kann ich da mithelfen zufällig? Welch mitreißende Melodie. Ja doch, brutaler Sieg. Jawoll. Hey, was soll das? Ich dachte, euch liegt was an diesem Projekt. Sofort zurück mit euch! Ne, niemand hört mehr auf die Flying White. Boah, Astralstrei. Eieiei. Boah. Jetzt können wir endlich in Frieden leben. Lion White war nur eine Marionette. Er war nicht der Unterdrücker. Imperator de Vigilis wird uns keinen Frieden gönnen. Niemals. Wir können uns verstecken. Nein. Das ist vorbei. Wir marschieren weiter die große Straße entlang, bis wir de Vigilis Türschwelle erreichen. Und dann beenden wir es wirklich. Ein für alle Mal. De Vigilis, okay. Ja, hey Boss! Kommst du zur Siegesfeier? Ne. Ich hab schlechte Neuigkeiten, Kumpel. So, Mädels und Bier und so. Herzlichen Glückwunsch, neue Konzeptzeichnung freigeschaltet. Soll ich meine Haare noch weiter wachsen lassen? Neue Objekte in der Motorenschmiede. Haarspalter, neue Turbo-Seite freigeschaltet. So, und das sieht immer gar nicht so schlecht aus jetzt hier. Du hast es geschafft, das ist unglaublich. Ich wünschte nur, wir wären für immer frei. Tja, aber der Dovigulis steht ja noch bevor. Was haltet ihr Reden wir mal mit dem. Bereit aufzubrechen? Das Problem ist, die Straße ist nicht bereit. Lion Whites Haus. Na toll, verdammt. Wir müssen da doch irgendwie rumkommen. Wir können über das alte Aquädukt gehen und es über die Berge versuchen. Genau, die Straße führt uns direkt zurück zum Meer der schwarzen Tränen, nicht wahr, Ophelia? Moment mal. Sie führt hoch ins Feuerfürstenland. Da gehe ich nicht hin. Ach, die alten Pyromanen sind längst weg. Als Pudelfrisur aufgetaucht ist, haben sie die Berge verlassen. Glaub mir, die kommen wieder. Wenn wir es am wenigsten erwarten, schleichen die sich von hinten an uns an. Hm. Oh, okay. Mann. Das Tor sieht ziemlich stabil aus. Da durchzubrechen dauert ewig. Ja, öffne das Aquädukt. Hey, Kumpel, wie wär's? Du ziehst deine beschissenen Windeln aus, hörst mit deinem jämmerlichen Babygetue auf und machst endlich deinen scheiß Job. Mann, ist nicht nett. Ich trag die Dinger, damit ich nicht anhalten muss, um pinkeln zu gehen. So, jetzt wird aber aufgemacht hier. Lars, findest du nicht, dass wir unser Glück mit diesem Plan überstrapazieren? Kleine Schwester, nichts erschüttert mein Vertrauen in die Zukunft unseres Volkes. Die vor uns liegenden Zeiten versprechen Glück und Sonnenschein und... Was? Oh Gott! Du Vigilis! Das ist der also? Boah, die Fresse! Genug! Sikoria? Warum? Du störst meine Geschäfte, aber ich verstehe dich. Du hast versucht, mich bloßzustellen, um mir die Macht zu entreißen. Ein lobenswerter Sabotageversuch. Du zerstörst die Kolonie meines Dieners, aber das werfe ich dir nicht vor. Sie war eine Abscheulichkeit, die wir dem menschlichen Kriegsherrn zugestanden haben. Was ich aber nicht verstehe, ist... Warum du unter diesen Menschen lebst? Deine Mission war, sie auszuspionieren, nicht bei ihnen zu bleiben.
Ich weiß, dass du es warst, im Tempel von Ormegoden. Ich konnte dein Blut riechen. Ebenso wie ich es jetzt rieche. Lass uns Krieg führen, Sikoria. Einen schrecklichen, wundervollen Krieg. Aber wenn du nur einen Tag länger unter diesen Hunden lebst, wirst du ihren Gestank nie wieder los. Diese Hunde sind freie Männer und Frauen. Und sie dienen weder dir noch sonst jemandem. Wag es nicht, mich anzusprechen, du Insekt. Für wen hältst du dich? Ich bin stolz, sagen zu können, diese freien Menschen nennen mich ihren König. Nun, in diesem Fall... Wow. Es scheint, als hätte ich mir doch zu viele Sorgen gemacht. Los! Meine kleine Schwester, kümmere dich um sie. Oh je. Bring ihn zum Bus. Hoffentlich kriegen sie den auch irgendwie wieder hin. Du elender Drecks. Wow. Wow. Was ist das denn für eine Abscheulichkeit? Ich schaff alle in den Bus und dann weg von hier. Wir kommen nach. Los! Komm schon. So, wir müssen dringend aufrüsten, glaube ich. Ironhead verpisst sich. Regen des Todes. Boah, Regen des Todes hier. Der hat aber wirklich viele Armeen. So, raus mit uns hier. Wow. Wow. Müssen wir hier überhaupt langfahren? Wow. Zack, dort mit uns. Eieiei. Der hat aber viele. Viele, viele fucking Diener. Yeah. Boah, hier sieht man kaum mehr was, ey. Eieiei. Eieiei, dort mit uns. Boah. Okay, also hier lang. Da tot. Wow. Und wo jetzt lang? Scheiße. Scheiße, wo jetzt lang? Hier raus. Boah, brutaler Sieg. Wir sind raus. In Sicherheit. Er kann dich nicht mehr beschützen. Niemand kann das. Lita. Sie hat uns verkauft. Ihm gesagt, dass wir kommen. Lita, warum sollte ich das tun? Wegen des schwarzen Wassers in deinen Adern. Du lächst danach. Du würdest alles dafür tun. Alles verkaufen. Aber keine Sorge. Ich bohre Löcher in deinen Sarg und begrabe dich so tief, dass dich die schwarzen Finger des Meeres auch finden. Lita, bitte zwing mich nicht. Ha! Ah! Stirb! Oh! Gestattest du mir nicht, meinen Bruder zu rächen? Gestatten? Ich werde dir dabei helfen, aber vorher muss ich mit Ophelia sprechen. Allein! Nicht, Edward, sie manipuliert dich. So war es auch bei Lars. Warte hier. Mann, was sollen wir mit ihr machen? Sie dreht durch. Was hat er gemeint mit deiner Mission? Was? Uns auszuspionieren. The Vigilus. Er hat nicht mich gemeint. Oh klar, Sikoria. Und wer ist das? Ich kann's dir nicht sagen.
kannst du nicht. Was verheimlichst du mir? Ich wollte dich beschützen. Mich beschützen? Oder etwa dich selbst? Ich hab's für dich getan. Und was? Uns in eine Falle zu führen? Du wolltest mir vertrauen. Hab ich. Und als Gegenleistung hattest du Geheimnisse. Und jetzt ist Lars tot. Mir egal, ob du dich von mir abwendest. Du bist wie die anderen. Ganz genau wie die anderen. Sie warnten mich, jemand wie du könnte zurückkehren. Sie warnten mich vor vielem. Aber es interessiert mich nicht mehr. Eieiei. Rückzug in die Berge? Was ist jetzt mit... Was ist mit Ophelia? Vergiss sie! Aber was ist, wenn sie ihr altes Leben wieder aufnimmt? Dem Weg ihrer Eltern folgt? Das kann sie nicht. Machen wir sie jetzt doch zu Fuß?